Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute koche ich Apfelmus. Hier habe ich schon alles vorbereitet. 2 Kilo Äpfel. Das sind Äpfel aus unserem kleinen Obstgarten, gestern geerntet. Dann brauchen wir noch einen Vanillezucker oder noch besser eine Vanillestange, Zimtstange, 3 Nelken, eine Scheibe Zitrone, 2 Esslöffel Zucker, Saft von halbe Zitrone und etwas Wasser. Hier habe ich 300 Milliliter. Also zuerst habe ich Äpfel halbiert, dann entkernt und jetzt schneide ich so. Und das alles kommt in einen Topf. So. Und jetzt alles zusammen in einem Topf. Zucker, Zitronenscheibe, Nelke und Zimt, Wasser, und Vanillezucker. Das muss alles 15 Minuten aufkochen. Und hier habe ich schon gekocht, die Apfel, aber ohne Schale. Jetzt habe ich rausgenommen Zitrone, also Nelken und Zimt. Und jetzt püriere ich. Da ist genaue Menge wie früher, nur ohne Schale. Jetzt pürieren. Und jetzt fülle ich in diese saubere Gläser. Nach 15 Minuten sind die Äpfel mit Schale aufgekocht. Ich habe alles wieder rausgenommen. Zimt, also Zitrone und Nelken. Und jetzt püriere ich wieder das Gleiche. Und die Apfelmüsse sind fertig. Einmal ohne Schale mit weißem Zucker, fein püriert. Und einmal mit Schale mit braunem Zucker, auch fein püriert. Und hier habe ich gelassen so grobe Stücke. Das muss ich noch füllen in Flaschen. Und ich muss sagen, das war jetzt mein erstes Video auf Deutsch. Und ein bisschen gezittert habe ich schon. Aber ich freue mich jetzt schon auf neues Video und auf eure Kommentare. Liebe Grüße von Ruža aus Kroatien. Lijepi pozdrav od Ruže iz Hrvatske. Tschüss.